Hallo und herzlich willkommen beim Spiel Bergisch Gladbach 09 gegen SV Deutz 05. Der SV 09 ist als Mittelrheinligist hier der klare Favorit. Aber Deutz in der Landesliga pünktlich in Form gekommen. 9 Punkte aus den letzten 3 Spielen. Topform. So, los geht's mit der ersten Halbzeit. Bergisch Gladbach in Rot von rechts nach links und Deutz wie gewohnt in Gelb-Schwarz. Bergisch Gladbach, das ist ein junges, aufstrebendes Team. Durchschnittsalter gerade mal 24 Jahre. Mit 21 Jahren unter dem Durchschnitt liegt der Gladbacher Abwehrspieler Mohamed Recep. Seit 2 Jahren in der ersten Mannschaft ist eine Bank im Abwehrzentrum. Das Spiel läuft keine 5 Minuten. Sonntag. Eigentlich sollte der SV Deutz ausgeschlafen sein, pennen aber trotzdem. Der Favorit aus Bergisch Gladbach hellwach mit ausgebuffter Freistoßvariante. Abwehrchef Mohamed Recep sagt guten Morgen und 1:0. Seit er in der Saison 14-15 in die erste Mannschaft berufen wurde, hat er pro Saison ein Tor gemacht. Vielleicht werden es dieses Mal ja 2. Bemerkenswert, Deutz schüttelt sich kurz und versucht es dann auch mal. Erste Chance und erste Annäherung ans Tor. Der SV Bergisch Gladbach mit der größeren Ballsicherheit macht hier logischerweise das Spiel. Und da wäre es beinahe gewesen, das 2. Saisontor von Recep köpft unter dem Ball durch. In der eigenen Hälfte treffen die Bergisch Gladbacher allerdings, und zwar den Gegenspieler. Zu diesem Zeitpunkt auch Torschütze Recep schon mit Gelb bestraft. Riesenchance für Deutz, aber Keeper Cibula hält die Null fest. Der eigentlich überlegene SV 09 muss aufpassen, dass das Spiel nicht plötzlich kippt. Ich habe mir ja sagen lassen, dass Pokalspiele ihre ganz eigene Dynamik haben können. Apropos Eigendynamik. Fast das Eigentor, der Ball am Querbalken und dann abseits von Tokio Nakai. Da konnte sich Filippo Zamito wohl nicht zwischen Rückpass und ins Ausköpfen entscheiden. Die Abwehr von Deutz sieht auch in der nächsten Szene nicht gut aus. Schussversuch noch geblockt, aber nicht geklärt. Dann steht Rashid Eckert völlig frei im Strafraum und sein Schuss blockt dann niemand mehr. 2:0 für die Hausherren. Eckert mit seinem ersten Saisontor, kam zu Beginn der Saison vom Bonner SC, ist aber kein Unbekannter. Spielte nämlich vor 4 Jahren schon mal für den SV 09, damals noch in der Regionalliga. Weiter geht's in Halbzeit 2. Trotz zweier Tore Rückstand kommt Deutz gut aus der Kabine, zeigen hier nochmal eine Reaktion und Bergfried Leverkusen hilft, bringt die Deutzer wiederholt in aussichtsreiche Standardposition. Aber der SV 09 kann das Spiel nicht nur machen, sondern auch kontern. Maurice Nguyen pariert, aber lässt nach vorne prallen. Schnell weg damit! Bei Bergisch Gladbach haben sie einen Standardspezialisten namens Tokio. Der macht hier aber nicht den Deckel drauf, sondern den Ball auf das Tornetz. Bergisch Gladbach auf einmal wieder voll da und erinnern sich an ihre spielerische Klasse. Jan Zoller verlagert das Spiel auf die Außen und Amir Mustovi nimmt den Kopf hoch. Hier hast du ihn wieder, Zoller mit der Entscheidung. 3:0. Zoller, im letzten Spiel gegen Indahan fehlte er noch wegen Krankheit. Ich würde sagen, der ist wieder auskuriert. Die Deutzer wissen es jetzt auch, das Ding ist gelaufen. Da kann man die Gladbacher auch mal laufen lassen. Satter Schuss von der Strafraumkante. Bergisch Gladbach macht dann auch nicht mehr als nötig und deshalb haben wir doch noch einen. Der Schiri lässt hier weiterlaufen und Tobias Blum ist durch, läuft allein auf den Keeper zu. Und das macht er klug, er verzögert und der SV Deutz kommt hier doch noch zum Ehrentreffer. 3:1. Neu bei den Deutzern, Blum hat im vorangegangenen Wochenende sein erstes Tor für Deutz erzielt. Sein zweites ist freilich nur Ergebniskosmetik. Zusätzlich, Mohamed Recep regt sich so sehr über dieses nicht gegebene Foul auf, dass er mit Gelb-Rot vom Platz muss. Ganz bitter. Dann ist das Spiel aus und ein spielerisch überlegener SV Bergisch Gladbach zieht in die zweite Runde des Bitburger-Pokals ein. Wird sich im weiteren Verlauf des Turniers aber sicherlich nicht mehr ähnlich Verschnaufpausen wie gegen Deutz erlauben können.